Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge ARK. Hier geht es heute wieder los. Aber erstmal, Leute, möchte ich einmal ganz kurz anmerken, dass ihr gestern auf der Folge einfach 100 Likes da gelassen habt. Was zum Teufel, Alter? 113 oder so sogar. Richtig, richtig krank, Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr so weitermacht und weiter so rumhaut auf dem Like-Button wie bisher. Das wäre sehr, super, super lieb von euch. So, und wir haben gestern ein Streamchen gemacht und beim Stream haben wir eine Base gebaut. Die Base ist noch bei weitem nicht fertig, da muss noch einiges dran gemacht werden. Aber ich würde euch zumindest schon mal zeigen wollen, wie weit wir gestern im Stream gekommen sind. Und den Rest, den baue ich, glaube ich, alleine weiter. Ich könnte theoretisch das auch nochmal streamen, aber ich glaube, dass das nicht so mega aufregend wird, weil das halt vieles, viel nur noch so Einzelkram setzen ist. Aber wir können da mal eben einmal fix hin. Hier, neues Zuhause. Einmal hin teleportieren, teleportiert irgendwas mit, weil der Rest kann eigentlich hier stehen bleiben. Und dann sind wir hier. In unserer Base, die mega groß ist und noch nicht eingeladen ist. Oh doch, die ist eingeladen. Da fehlen nur die Dinger, weil da die Teleporter drin sind. Die Aufzüge sind. So heißen die Dinger. Da gehen wir hier einmal auf Hans. Und mit Hans fliegen wir einmal hier hoch. Und dann seht ihr das Ganze mal von oben. Das ist halt noch nicht fertig. Da muss noch einiges dran gemacht werden. Aber so an sich bin ich damit mega zufrieden. Sieht mega sick aus. So, hier oben haben wir einmal so eine Zuchtstation. Das wird auch mega cool, dass wir die auch benutzen können. Hier haben wir eine Hatchery. Hier können wir die ganzen Eier eigentlich mal reinlegen, dass die schon mal gebrütet sind, soweit. Hier habe ich meine Ghost Rider stehen. Hier können wir halt die Dinos anbinden. Hier haben wir Mutatoren, die können wir dann auch alle anschmeißen. Da haben wir hier, ja, halt so Kühlschränke und so. Dann können wir hier runter. Hier habe ich so normale Elevator. Hier kann ich das dann so hoch runter die ganze Zeit. Ist auch mega nice. Warum kann ich jetzt nicht nochmal runter? Hä? No matching. Achso, ich bin unten. Oh wow. Warum bin ich unten? Ich hab doch. Okay, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Hier fehlt halt noch die Decke. Das habe ich im Stream nicht mehr gemacht. Das mache ich dann noch so. Und ja. Hier oben ist noch ein Transmitter. Hier ist der Generator. Hier ist eigentlich so das Wichtigste fast schon. Und hier hinten. Hier ist so eine Gasse. Hier wollte ich diese Storage packen, die so. Ah, die sind von S Plus und da kannst du halt einfach einen Kram reinpacken und so viel wie du willst. Und die sind mega cool. Nur die muss ich nochmal umsortieren, weil es nicht symmetrisch ist. Das habe ich gestern im Stream schon ein bisschen aufgeregt. Hier ist es, glaube ich, drei Stück von der Kante weg. Und hier ist das auch drei Stück von der Kante weg. Hä? Was habe ich denn? Ah, die sind unsymmetrisch. Also irgendwas ist auf jeden Fall falsch. Irgendwas muss ich neu setzen. Die Dinger hier, das sind Autocrafter. Die kannte ich vorher gar nicht. Das ist mega krass. Da kann man einfach eine Chemiebench reinpacken. Und dann kann man hier ein Rezept auswählen, was man gecraftet haben will. Irgendwie zum Beispiel Narcotics oder so. Und dann kann man einfach die Einzelsachen für die Narcotics da reinpacken und dann craftet er die einfach durch. Mega, mega nice. Die werden wir auf jeden Fall auch öfter benutzen in der Season. Das ist schon mal mega gut. Und eigentlich hatte ich erst vor, hier hinten alle Werkbänke und so hinzustellen. Das kann sein, dass ich das auch immer noch mache. Vielleicht räume ich die an die Seiten oder so und dann stelle ich hier alle Werkbänke hin. Ich glaube, das ist ein bisschen schöner. Auf jeden Fall könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Base haltet. Ich bin eigentlich schon so weit, wie es aussieht, ganz zufrieden damit. Hier unten habe ich halt extra so Glas reingemacht, damit man das Wasser sieht. Hier ist nämlich so Wasser drunter. Sieht ein bisschen schicker aus. Und hier habe ich extra so eine riesen Glasfassade, damit man hier so schön rausgucken kann, weil das mega nice aussieht, finde ich. Das ist eine coole Aussicht. So. Das hätten wir soweit. Dann habe ich hier die Prime Wyvern auch schon in der Base stehen und ich habe da soweit alles drin, was ich brauche, um die zu entwickeln. Das wäre dann, glaube ich, eine Power Wyvern, die wir entwickeln wollen, aber ich würde die ganz gerne vorher ausleveln wollen, weil ich glaube, dass das bei Eternal sogar so ist, dass man die hinterher weiterleveln kann. Auf jeden Fall war es bei Infernals so. Oder Infernal? Heißt die so? Das sind diese schwarzen Versionen davon. Ich meine, da kommt man die hinterher weiterleveln, aber ich weiß halt nicht, wie das bei den anderen ist. So. Gehen wir mal mit den Kollegen hier raus. Killen ein paar Sachen, aber vielleicht sollten wir da Richtung Wüste fliegen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oh, er ist echt ein bisschen langsam. Das müssen wir nochmal eben ändern. Auf jeden Fall, ich bin eigentlich echt ganz zufrieden, wie die Bude rausgekommen ist. Es ist nicht so ein Meisterwerk wie die von Jones. Muss ich auch sagen, ich bin auch nicht so ein Meisterbauer. Aber ist eigentlich ganz schön groß und so. Das ist eigentlich die Hauptsache für mich, dass ich mich da vernünftig drin bewegen kann und alle Sachen drin sind hinterher. Da muss ich mich halt noch drum kümmern. Das wird aber mega chillig mit den ganzen Schränken und so. Ah, da brauche ich mir da auch keine Sorgen mehr drum machen. So, jetzt müssen wir mal auf Gigasuche gehen. Kann ich noch ein bisschen Schaden leveln. Giga, Giga, Giga. Ah, die sollten sich eigentlich finden lassen.
Junge, Dodo-Wyvern. Auf einmal spawnen hier Dodo-Wyvern. Und ich habe auch schon eine Dodo-Wyvern im Dings gesehen. Da ganz hinten in diesem Sulfurgebiet. Und ich habe vorher noch nie eine gesehen. Ich weiß nicht, warum die auf einmal spawnen, aber ich glaube, wir brauchen eine. Auch wenn ich, glaube ich, in Erinnerung habe, dass die gar nicht mehr so stark sind. Aber ich will trotzdem. Was ein Alpha, ne? Also auch nicht so super viel Leben, ne? Wie viel Schaden machen wir? Ey, lass die mal in Ruhe. 50.000, okay, dann haben wir easy. Oh. Ich habe halt noch kein Leben geskillt, aber den haben wir trotzdem easy. So. Junge, wir müssen unbedingt mal in Origin klatschen. Ich habe da mega Bock drauf. Aber dazu brauchen wir erst wieder einen Apex-Giga. Apex Corrupted Lord brauchen wir dafür wieder. Weil der war einfach so übertrieben. Oh mein Gott, ich bin schon ausgelevelt. Was zum Teufel? Das ging übel schnell. Schaden, Schaden, Schaden. Du wirst sowieso entwickelt, aber egal. So. Dann bisschen Gewicht. Dann noch ein, zwei Movement Speed. Boah, wie schnell sind wir? Mir ist das jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, damit kann man arbeiten. So legt die Welt schon ein bisschen langsam ein. Okay, nee, lassen wir so. Und Reste leben. Und dann einmal eine Heal Potion. Die habe ich ja jetzt unten im Inventar. Ist gut, dass ich dran gedacht habe. Habe ich nämlich nicht. So, und jetzt wollen wir die hier entwickeln. Macht das Sinn? Muss ich auf jeden Fall den Sattel runternehmen. So. Weil sonst kommen wir nicht gleich wieder nach Hause. Außer mit dem Teleporter. Und ich will auf jeden Fall Power. Power muss immer zuerst. Power muss böllern. Ich weiß gar nicht, machen die so viel Schaden? Ich kann mich ja gar nichts mehr erinnern, irgendwie. Aber ich meine, dass die Dodo-Wyvern nicht so stark waren. Aber ich, keine Ahnung. Entwickelst du dich auch mal? Das dauert ein bisschen, ne? Hast crafted. Weil ich fühle mich hier gerade nicht so super wohl. Was bist du für ein Ankylo? Normaler? Normaler Niederlag-Ankylo? Warum? Oh, Griffin. Nein, nicht hierher. Let's up. Oh. Oh nein. Please. Bleib bloß passiv, wenn du da aus dieser Kugel rausfliegst. Weiß nicht, ob du dich entwickelst. Ich hoffe, dass du dich trotzdem entwickelst. Als ob er jetzt den. Oh Mann, du bist doch so ein Spacki. Aber die Entwicklung geht weiter, das ist gut. Oder? Geht sie weiter? Bitte geh weiter. Lass ihn nicht unterkriegen, Wyvern. Wir geben ihm gleich. Ja, nice! Okay, nicht wegfliegen, please. Nein, ich wusste, dass er jetzt wieder. Oh, okay. Kann ich drauf? Kann ich! Ohne Seil. Nice! So, jetzt wird Rache ausgeübt. Okay, der macht 51.000. Also hat er das anscheinend nicht übernommen. Das ist auch nicht schlimm. Jetzt gib ihm eine! Hat er nicht einen Strahl? Strahl! Okay, der Strahl macht sogar ein bisschen Schaden. 8.000. Kann man mit arbeiten. So. Dann haben wir echt tatsächlich gar keine Level mehr. Das ist ja ein bisschen bitter. Alle wieder verloren. So. Wie schnell ist der? Ja. Geht schon. Jetzt müssen wir nur wieder Gigas finden. Verdammt! Giga. Giga. Ah, da! Giga. Nice. Und am besten einer, der nicht auf dem Kentrum rumbeißt, so da. Das läuft immer nicht ganz so gut. Oh, den haben wir schon heftig geheizt. Der hat einfach gar kein Leben mehr. Griffin, hör auf jetzt. Was wollen die Griffins heute von mir? Die wollen hier richtig stören. So. Movement Speed können wir mal ein bisschen machen. Ich will auch nicht zu viel. Ich mache auch 150 bei dem. Rest in Schaden. Und dann geht's direkt zum nächsten Giga. Da vorne ist schon wieder einer. Mal gucken, wie schnell rennen wir. Okay, geht so. Da ist ein Primal. Vielleicht können wir uns hinterher mit dem Primal anlegen. Oh, der rennt doch voll rein. Nein, das ist mein Giga. Nein! KS! KS! Easy! Weg hier! Oh Gott, der macht Schaden. Oh, ich will hier raus. Ich will hier raus. Lass mich raus. Oh, der Kado lässt mich nicht raus. Okay, er lässt mich doch raus. Ehrenmann. Danke, Kado. Oh. Okay, ich hatte ein bisschen Panik. Oh, der macht gar nicht so viel Schaden. Fällt mir gerade auf. Wir haben schon relativ viel gelevelt.
Wir kommen nicht mal auf 1 Million, glaube ich. Wenn der imprinted ist vielleicht. Also wenn wir halt welche züchten. Was wir ja jetzt können. Weil wir alles in unserer neuen Base haben. Und was willst du von mir? Da 720.000 ist jetzt nicht super schlecht. Aber ist halt auch nicht super gut. Wie viel macht er mit dem Strahl? 120.000 macht er mit dem Strahl? Als ob! Da muss ich mit dem Strahl angreifen. Weil der trifft heftig oft, der Strahl. Müsste nochmal testen. Ja, bringt ja nichts, wenn alles direkt stirbt, wenn ich da drauf schieße. So. So, noch ein bisschen Movement Speed machen wir auch wieder auf 200. Gewicht ist mehr als genug, Ausdauer ist mehr als genug, alles ist mehr als genug eigentlich. Wir müssen nur noch Leben leveln. Zack. Und 9 und fertig. 736.000 Schaden macht er, aber der Strahl macht halt heftig Schaden. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mit dem Strahl rumhantieren. Oh, ich bin froh, dass wir wieder eine vernünftige Wyvern haben. Oh. Wenn mal heute nicht noch eine Dodo-Wyvern dazukommt, das wäre auch ganz nice eigentlich. Gibt es hier irgendwas, wo ich länger drauf schießen muss? Außer dem Primal, weil ich glaube nicht, dass wir uns... Wir können uns vielleicht mit dem anlegen, mal gucken, ob wir den wiederfinden. Weil da muss ich halt ein-, zweimal heilen, aber das wäre jetzt nicht so mega schlimm. Ich schwöre, ich werde da so dran vorbeifliegen. Und jeder wird in die Kommentare schreiben, dass er da war. Ich... Ah, easy! Wie viel Leben hast du? Du hast 50 Welle. Guck mal, der Strahl! Der Strahl? Oh, ich muss halt treffen. Ich treffe halt so nicht. Oder treffe ich? Ich glaube, ich habe getroffen. Ich mach nochmal einen Strahl. Und guck, ob ich treffe. Schwer zu gucken, ob ich treffe, wenn du direkt neben mir stehst. Kannst du mal bitte? Danke. Okay, jetzt treffe ich auf jeden Fall nicht. Aber ich kann mich nicht verdrehen. Oh Mann. Warum sind die so? Die Primates. Primate Zerstörer Power Wyvern oder was? Die kriegt nicht mal viel Schaden. Der macht nicht mal so Blutschaden oder so. Von daher, ich habe glaube ich richtig viel Leben. Ich muss gleich mal gucken. Der steht so nah mit drin, dass ich einfach nicht nachkommen kann. Hat er nochmal Glück gehabt. Ah, er wird schon langsam blutig. Ich kann auch einmal kurz rausfliegen und gucken. Kann ich nicht. Oh, 14 Mille noch. Ah, der Strahl trifft nicht immer, der trifft ab und zu mal. Ah, guck mal, wie das Leben sinkt. Wenn ich den Strahl mache, der Strahl ist nice. Oh, der Strahl ist echt nice. Und weg mit dir, Junge. 121 Elemente habe ich von dir bekommen. 121? Was zum Teufel? Können wir Generator wieder ewig anschmeißen. Oh, das ist auf jeden Fall nice. Okay, Power Wyvern ist gesichert, ist nicht schlecht. Haben wir wieder was zum Fliegen. Ist auch sogar ziemlich schnell. Dann würde ich sagen, guck ich mal weiter, was ich noch so finde. Vielleicht den Dodo Wyvern. Und dann treffen wir uns wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und hier ist der Roboter am Rumschreien und mein Plan ist ein bisschen nicht so ganz aufgegangen, nämlich bin ich nochmal einmal komplett um die Map geflogen und ich habe die Dodo Wyvern nicht wiedergefunden. Also ich wollte ja nicht unbedingt die haben, die da 420 war oder so, sondern ich wollte die 580er oder sowas, die ich gestern gesehen hatte und die ist nicht mehr da. Von daher lassen wir das Ganze und ich habe jetzt einen anderen Plan, nämlich was zu zähmen, was ich vorher glaube ich noch nie gezähmt habe. Nämlich Ghost Saber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie einen hatte und er hat 50 Millionen Leben. Und er ist nicht zähmbar. Warum ist er nicht zähmbar? Was? So viel dazu. Ich will schon wieder irgendwas zähmen, was gar nicht zähmbar ist. Und das war Rockbreak, den hätte ich mir mal eben holen sollen. Verdammt! Warum? 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 Oder du gehst mir heftig auf den Sack dahin. Muss ich den killen? Bringt er mir irgendwas? Hallo Giga, wenn ich da wüsste. Auch so. Oh, alles so low und. Okay, dann nehmen wir uns aber irgendeinen anderen Prime mit, der hier ist. Weil eigentlich habe ich auch schon die ganze. Die Ghost Saber ist kaum zu sehen. Guckt euch das mal an. Oh, den hätte ich richtig gerne gehabt. Als ich doch keine Topa bekommen. Der hat nicht mehr Topa. Ah. Macht der viel Schaden? Oh!
Was zum Teufel? Was ist das für ein krankes Vieh? Ich brutzel. Wow. Wow. Ghost Saber. Meine Rüstung ist kaputt gegangen. Meine guten Arme. Oh Gott, alles ist fast kaputt. Wow. Wow. Warum ist er so stark? Warum sind die anderen Ghostviecher so kacke? Warum habe ich eine Ghostviper, die kacke ist? Warum habe ich nicht eine Ghostviper, die gut ist? Ja, ist ja gut. Zeit war es halt noch länger. Schau die 10? Oh, die ist fast tot. Oh Mann. Weil die Kakios wäre auch was Cooles. Und die Rex kann man entwickeln, oder nicht? Welches Level bist du? 500. Die sind alle Kack-Level. Kann ich ein gutes Level? 580. Natürlich ist der 580, wo ich mir denke, so Indom müsste jetzt nicht unbedingt sein, weil davon haben wir schon welche zu Hause, also in Eiern halt. Junge, der Ghost Saber, das war gerade die übelste Überraschung. Ich glaube, wir müssen aber mit unserem Apex-Giga vorbeigucken, wenn wir wieder einen haben. Und dann wird der aber ordentlich weggegessen. Hier sind eigentlich auch so viele Primes, ne? Jetzt ist hier natürlich wieder gar nichts. Ja, ist gut, Leute. Dann würde ich sagen, dann gucke ich erstmal in Ruhe weiter, bis ich was finde. Und dann komme ich wieder. Bis gleich. Yay, und 2 Minuten später habe ich was gefunden. Nämlich ist hier ein Giga, Level 500. Oh, was wollt ihr denn alle von mir? Ja, ist ja gut. So, Prime Giga, Level 85, will ich unbedingt haben. 85 ist nice. Und früher konnte man diese Prime Gigas immer solche Affen entwickeln. Das hat sich aber irgendwie alles heftig geändert. Was ist das da unten? Ist das auch wieder sowas Krankes, was alles kaputt haut? Ich hau einfach mal drauf. Wir werden es herausfinden. Bis jetzt hat er mich nicht gehauen. Wie viel Leben hat das Ding? Jetzt wie viel? What the fuck? Warum hat er so viel Leben? Da. Oh, das macht Schaden. Okay, wir werden mal gucken. Aber erstmal müssen wir den Spieler wegklauen. Hat er irgendwas Interessantes für uns? Als ob direkt ein Alpha danach kommt. Als ob der direkt wieder weg ist. Hey, na? Erstmal bauen wir den Gockel ab. Okay. Toll, der hat eine Soul und eine Core und 2 Infernal Potions? Der hat 2 Infernal Potions? Wow, da hätten wir vielleicht gar nicht 10.000 Materialien ausgeben sollen, um den hier zu entwickeln, sondern hätten einfach den mit der Infernal Potion entwickeln sollen. Aber, das weiß man halt auch nicht vorher. Oh, das ist ein bisschen bitter. Oh, das ist echt ein bisschen bitter. Muss ich jetzt drüber nachdenken. Wir müssen ja eben einmal ein bisschen aufräumen. Das muss ein bisschen. So, hier. Dass wir uns nur um unser Giga kümmern können. Ohne dass wir von allem hier. So. Habe ich jetzt freie Bahn? Du bist dran, Alo! Ich fühle mich hier immer noch nicht ganz sicher. Hast du Giga von der Map gelaufen? Erzähl mir keinen! Oh, ich dachte schon. Ah, kann ich da hin, ohne zu sterben? Hier ist die Linie, oder? Weil ich bin schon öfter den Scheiß gestorben. Ich habe eigentlich nicht schwer Lust daran zu sterben. Aber es scheint alles gut zu gehen. Giga darf ich. Oh, Peter Donut, bitte. Oh, der Giga hat aber ein bisschen Bock aus der Map zu laufen. So, wir rennen mal kurz hier hin, okay? Komm mit. So. Giga. Was ist mit ihm? Wo habe ich gerade drauf geguckt? Prime? Irgendwas, was man nicht zählen konnte, auf jeden Fall. Ah, seine Topo sinkt schon wieder. Komm her! Da ist die Spinne auch noch aggro. Oder? Ja, ist sie. Aber egal. Wir scheißen auf die Spinne. So, und jetzt darf ich wieder beißen. Wir machen dir wieder ganz schön viel Schaden. Und der hat übertrieben viel Topo, oder? Oh mein Gott, der hat übertrieben viel Topo. Warum check ich sowas? Warum, wo kommt die Prime Rival auf einmal her? Oh Mann. Das ist ja schon wieder alles kompliziert.
Und die will natürlich auch zu uns. Natürlich will die zu uns. Zu wem auch sonst? Oh, ja. Darf ich mal? Danke. Da, da. Was hast du davon? Lass mich in Ruhe. Und du auch. Alle. Lass mich alle in Ruhe. Ihr auch alle. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen jetzt. Weil er hat übel viel Topo. Wie machen wir so viel Topo? Zum Glück ist ja gerade was. Lass dir schmecken. Oh nein, jetzt haben wir das auch noch geklaut. Junge, ihr wollt mich auch alle nerven. Wie zählt man? Oh, wir brauchen eine Gift-Wyvern, glaube ich. So eine Poison-Wyvern kann das sein. Ich glaube, es wäre die Lösung für unsere Probleme. Auch wenn ich das echt ungern sage. Das hier doch mal noch, ich wusste es, Mann. Komm mal her. Leute, das ist alles so kompliziert. Warum ist alles so kompliziert, frage ich mich. Ja, du bleibst mal kurz da. Geht's dir gut? Wie viel Leben hast du? Immer noch genug, okay. Wie sieht's bei dir aus? Hast du was gegessen? Geht's dir auch schon wieder ein bisschen besser? Nein, geht's dir nicht. Warum hat er auch nur 2 Millionen Leben, aber 40 Millionen Topor? Und ich kann keine Pfeile rausholen auf dem Arno. Das ist auch nicht so toll. Wo hat sie mir Drache hingesetzt? Okay, das ist in der Luft. Irgendwie hätte ich gerade Lust, das Ding zu beißen. Okay, Giga ist schwieriger als erwartet. Oh mein Gott, der kommt ja ganz her. Nein! Nein! Aua! Nein! 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 Oh, hau ihn weiter runter! Ah! Hau ihn, bitte! Oder so. Ah, er geht einfach woanders drauf. Gute Idee. Komm her! Okay, ich will nicht zu dir laufen. Lauf du zu mir, Junge. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Ich kill ihn einfach, Leute, wir haben keine andere Wahl. Oh, Mano. Es hätte alles so schön sein können. Wir hätten mit dem Giga nach Hause gehen können. Und wie gehen wir jetzt nach Hause? Nackt, ohne Giga. Mal wieder nackt! Wir sind mehr nackt als angezogen diese Season, Mann. Das kann nicht sein. Warum will mich auch alles auf meinem Dino töten? Obwohl ich war gerade nicht auf meinem Dino. Ist das eine Alpha-Eule? Junge, die dreht komplett am Rad. Also 420. Oh Mann. Oh. Was hat das mit den Drachen eigentlich auf sich? Was sind Elemental-Drachen? Okay. Oh Mann, Leute. Hä, oder braucht man so einen Giga da? So ein? Mit was kann man das zähmen? Kann man das mal jemand in die Kommentare schreiben? Mit was zähmt man so einen Prime-Giga? Ich weiß das gar nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, ich habe das mit denen von Parados gemacht. Und die haben halt übertrieben viel Topo gemacht. Okay, also wie ich sagen, wir machen Feierabend. Wir haben zumindest die Wyvern bekommen. Wir haben einen kleinen Giga-Fail gehabt. Eigentlich ja Dodo-Wyvern unter Giga-Fail, weil wir einfach die Dodo-Wyvern nicht wiedergefunden haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr mit einem positiven Wert freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und tschüss. Ich bin nackt.